Das Projekt Zivilisation haben wir in drei Teilbereiche aufgeteilt. Flora hat sich im ersten Thema mit Verständigung und Schrift beschäftigt und herausgefunden, dass die Menschen sich zuerst nur mündlich verständigt haben. Später fand man Höhlenmalereien und entdeckte, dass damit Geschichten und Ereignisse weitergegeben wurden. Ein Beispiel für eine frühe Schrift ist die sumerische Schrift, die ungefähr vor 5000 Jahren entstand und eher aus Bildern besteht. Die ugaritische Schrift ist eine Weiterentwicklung der sumerischen Schrift, der sogenannten Keilschrift. Henrik hat sich die Wohnmöglichkeiten der Menschen von der Zeit der Jäger und Sammler bis zur ersten Großstadt angeschaut. Er baut gerade eine Höhle aus der Steinzeit, ein Zelt der frühen Jäger und Sammler. Dazu ein einfaches Siedlungshaus und einen Tempel aus Lehmsteinen der Stadt Uruk. Das dritte und letzte Thema, Wettstreit der Zivilisationen, hat Jörg ausgewählt. Je nachdem, wie weit die Kulturen entwickelt waren, waren auch die Streitmächte ausgestattet. Wer eine fortschrittliche Entwicklung hatte, gewann auch meistens durch bessere Waffen, Anzahl der Kämpfer und ausgefeiltere Taktiken. Also am Anfang, da waren noch keine Schriften, sondern da haben die Leute alles gesprochen und sich mündlich erzählt mit Theaterspielen oder Sänger haben auch Geschichten vorgesungen oder einfach nur so erzählt. Und dann gibt es natürlich auch die Höhlenmalereien, zum Beispiel in der Höhle von Lasso, und da kann man die auch ganz toll sehen, und darauf haben sich dann die ersten Schriften entwickelt. Die Hieroglyphen, die entstanden ungefähr 2000 vor Christus, also vor 4000 Jahren ungefähr. Und ich habe das Thema gewählt, weil mich das interessiert hat, wie sich die Schriften entwickeln und wie aus einem Erzählung plötzlich ein Buch wird. Okay, also in diesem Thema Zivilisationen habe ich mich so mit diesem Machtkampf der Zivilisation und mit deren Heeren beschäftigt. Was ich daran sehr, sehr interessant fand, ist ja solche Heere und sowas. Das hat sich ja über diese ganzen Jahre sehr weit entwickelt. Also zuerst zum Beispiel von diesem primitiven, einfach nur eins gegen eins, das hat sich auch sehr weit entwickelt und kam auch zu seiner Blüte, zum Beispiel die Spartaner oder im alten Japan die Samurai. Anders gab es dann zum Beispiel die Römer, die einfach in einer gedrungenen Front gekämpft haben. Und ja, das war alles sehr, sehr verschieden. Das hat mich sehr interessiert. Und also es gab da halt wirklich so von, welche Leute da sozusagen so eingesetzt wurden, so, da war alles drin. Also heutzutage ist sowas total verkommen, muss man sagen. Heutzutage steht da ein Typ und ja, hat ein Gewehr in der Hand, man sieht den nicht und fertig. Damals war das was ganz, ganz anderes. Damals wurde das wirklich so als, ja, Kultur wahrgenommen. Es gab Menschen, das war ihr Leben. Und ja, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant.